wo ich auch eigentlich nie zuschaue. Und auch an diesem Beispiel können wir sehen, da gibt es auch Situationen, dass vielleicht nicht im
vorderen Bereich liegt, ein Sichter von hier sich selbst auszeichnen kann mit einer gemeinsamen Top-Leistung gegen den Ende. Third Hill, Annalena Schaar, wir haben der Erzsiege im 6. Ende überwunden. Und da kommen die beiden. Einsprung Trakehner. Der erste Schmale im Wasser nun. Wie fehlerfrei. Schön nach vorne, die Distanz. Super gemacht. Toll. Anna. And the clear with mother, read by Holger Martens and owned by Alan Kuhn. And the rider, Alan Kuhn from the United States of America, just took on 1 point after Krista. Es geht weiter mit Fairy Tale. Im Rheinland gezogen ist die 16-jährige Stute von Fiedertanz, Mutter von Laurenziana. Sie zog unter dem Besitz von Gerd Neuketer und vorgestellt von Annalena Schaar, Deutschland. Germany. Einmal 14 Strafpunkte hinzu. 2 aus der Zeit, 12 fürs Springen. Und damit 51,4 Strafpunkte nach 3 Disziplinen für den Ungarn. 51.4 penalty points after Dressage, Cross Country and Show Jumping von Imre Dort and Supresse. Und nun, meine Damen und Herren, wirklich ein besonderes Paar. Diese Fairy Tale. Diese jetzt 16-jährige Stute ist eine Tochter des Fiedertanz aus einer Mutter des Laurentianer, geboren im Stall ihres Großvaters, Gerd Neuketer. Und gemeinsam haben sie sich wirklich an diesen Sport herangearbeitet. Schon im Ponysattel war sie Einzel- und Mannschafts-Europameisterin gewesen, bei den Junioren mit diesem Pferd Einzel- und Mannschafts-Europameisterin und dann noch einmal Mannschaftsgold geholt vor 2 Jahren in Segersjö mit Fairy Tale. Hier ist ihr Applaus, Platz 8 bisher für Annalena Schaar, Deutschland. Seven penalties so far.
zweiten Platz, 37. Guys, 37.8 penalty points on you. 0.8 for time. 39,8 Startpunkte an der Phantom of the Opera, Calvin Böckmann. Platz 5, 38,9 Startpunkte für Valentina Ferha und Nadine Mansal. Und der vierte Platz mit 37,8 Strafpunkten. Was für ein Familienfest. Fairy Tale und Annalena Schaaf. Das waren die Plätze 8, 7, 6, 5 und 4. Die Top 3 kommen jetzt so, wie es sich gebührt. Im Schritt zu uns das Podest. Gold, Silber und Bronze der deutschen Meisterschaften ist schon mal ein bisschen vordekoriert. Das, was noch fehlt, sind die Medaillen. Und die kommen jetzt gleich, wenn die Sieger, die Zweiten und Dritten, beziehungsweise in diesem Fall die Vierten zu uns kommen. Und wenn sie den Platz betreten, dann hören sie schon ihren Glückwunschapplaus. Die Sieger und Platzierten und den neuen deutschen Meister. Messman Trophy, die internationale Tour bei den Longines Lomülen Horse Trials 2023, wurde in diesem Jahr gewonnen vom 9-jährigen Hengst des Calumet Hero mal Valespoir Malabry. Mit 30,6 Strafpunkten Platz 1 für Erodek Contrayé und Julia Krajewski, Deutschland. Turnierleitung Frau Julia Otto, Geschäftsführerin der Turniergesellschaft Lomülen.
wertvoller Ehrenpreis für den Sieg, ein Bronzepferd, gegeben von der Ostfriesischen Teegesellschaft GmbH und Konkadeus Siebetal, gegeben von Messmer, wird überreicht von Herrn Michael Spätmann, dem Inhaber der OTG. Zweiten Platz, meine Damen und Herren, stehen hier mit 34,4 Strafpunkten der 11-jährige Diarabo-Sohn Dacor und Christoph Wahler, Deutschland. Auf Rang 3. Und da ist die Siegel noch einmal zu nennen, natürlich mit 36,3 Strafpunkten. Leider ein bisschen Pech im Springen, aber ein Top dritter Platz hier noch einmal für Nickel. Auch geritten von Julia Krajewski. Der Sonderehrenpreis für das beste Geländeergebnis. Sie waren sicherlich gestern auch im Gelände mit dabei. Es gibt immer eine Richtzeit und genau die Richtzeit bei Fehlerfreiheit hat dieses Paar eingehalten. Dafür gibt es den Sonderehrenpreis, gegeben vom Club Deutscher Vielseitigkeitsreiter vom CDV. Genau 6 Minuten 33 Richtzeit, eingehalten vom Siegerpaar Ero de Contrayer und Julia Krajewski. Der Club der Besitzer von Vielseitigkeitspferden, der CBV, stiftet ebenfalls einen besonderen Ehrenpreis. Und der geht an den Besitzer von Ero de Contrayer. Gratulation, Herr Bernd Heike. Die Viertplatzierte hatte gerade schon ihre Ehrenrunde, aber ist auch noch einmal bei uns, weil sie Siegerin ist im U25 Förderpreis der Vielseitigkeit, gegeben vom Spitzensport für Vielseitigkeitsreiter U25. Und das ist Annalena Scharf mit Fairy Tank. Qualifikation von bis zu 1.500 Euro bedacht, gegeben von der Professor Dr. Heike. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zu den Meistern. Die Medaillen liegen bereit, um sie jetzt umlegen zu lassen. Deutsche Meister 2023 der Vielseitigkeit sind Ero de Contrayer und Julia Krajewski. Die Goldmedaille, überreicht vom Präsidenten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung durch Hans-Joachim Erbel. Das Goldpodest, besetzt durch die neue deutsche Meisterin, und wir gratulieren noch einmal Julia Krajewski. Das Silberpodest, er hat sich herangearbeitet auf 34,4 Strafpunkte mit einer super Nullrunde im Springen. Mit dem 11-jährigen Dacor ist der deutsche Vizemeister 2023 Christoph Fahler. Und für Sie ist es einer sicherlich der größten Erfolge Ihrer noch jungen Karriere. Sie ist 21 Jahre alt, sitzt auf einem vom Großvater selbstgezogenen Pferd
und gewinnt hier in Lomülen Bronze bei den deutschen Meisterschaften. Das ist Fairy Tale, ein echtes Märchen, das wir jetzt feiern. Bronze geht an Annalena Schaff. Bestplatzierten Amazonen, die wir vor uns sehen, durch die Gärtnerei Wrede aus Lüneburg vergeben. Und nun, meine Damen und Herren, ist es soweit. Die Medaillen sind vergeben und ich darf Sie an dieser Stelle bitten, falls Sie es nicht längst schon tun, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Denn jetzt ehren wir den neuen deutschen Meister, die Silber- und Bronzemedaillenträger mit der Hymne. Dressur, Gelände und Springen. Julia Kajewski hat ein Mikrofon bekommen. Julia, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich ein solches Wochenende und dieser Erfolg für dich an? Ja, zum einen macht es natürlich immer total besonders, wenn man so großartige Zuschauer hier hat. Also von uns beiden ein Riesendanke an den tollen Support das ganze Wochenende. Ero scheint das auch zu mögen. Er wurde schon in der Dressur ein bisschen angefeuert, im Gelände noch mehr angefeuert und im Springen hatte ich das Gefühl, da wusste er, okay, das ist gut, wenn es viel Applaus gibt und gewöhnt sich jetzt langsam hier dran. Und ja, rundum ganz, ganz tolles Wochenende. Ich bin super, super stolz auf meine beiden Pferde. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir hier als deutscher Meister stehen. Aber ich hatte immer schon viele, ja, wirklich schöne Momente hier in Lomülen mit Sam, mit Mandy, mit Chipmunk. Und ich freue mich sehr, dass meine beiden jungen Pferde sich da einreihen. Ich muss dem Veranstalter mal wieder ein Riesenkompliment machen. Lomülen ist wirklich, wirklich das Lieblingsvielseitigkeitsturnier für uns hier. Weil es ist familiär, es ist trotzdem eine tolle große Prüfung, es ist einfach super schön gemacht, man fühlt sich wohl, die Pferde fühlen sich wohl, tolle Strecken und ich glaube, das war's. Bis ins nächste Jahr, wir freuen uns auf die Ehrenrunde und danke an alle, die dazu beitragen. Nicht nur im Sattel, sondern die sind vor allen Dingen unter dem Sattel. Und diese Vierbeiner, diese Partner, die feiern wir jetzt noch einmal ganz besonders mit ihren Reitern auf der letzten Ehrenrunde in diesem Jahr bei der Longines Lomülen Horse Trials 2023.
Tay. Und noch eine letzte Runde. Unser deutscher Meister, Julia Kajewski, Christoph Werner und Anna-Lena Schaff.